Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Outer Worlds. In der letzten Folge haben wir für Nyoka einmal diesen, ich weiß nicht, was das war, Wissenschaftskomplex gestürmt, wo ihr Informant drinne saß und in der Falle war. Und nun haben wir herausgefunden, dass wir Rebecca und Andreas anheuern sollen oder suchen sollen. Und die befinden sich irgendwo auf einem Expansionsaußenposten. Und mir wird nicht angezeigt, wo. Oder? Doch. Da hinten? Nee, das ist meine eigene Markierung, glaube ich. Karte. Ist das meine eigene Markierung oder ist das eine Quest? Ich glaube, es ist eine Quest. Wir gehen erstmal zu Unreliable zurück. Und von dort aus kommen wir da vielleicht sogar auch hin. Ich habe sie da noch nie gesehen, die beiden. Aber vielleicht sind sie jetzt erst da, weil die Quest getriggert werden musste. Schauen wir mal. Wir müssen leider einen Joker mitnehmen. Aber zum Glück ist die Stadt geklärt. Ansonsten wünscht mir Glück, dass sie nicht stirbt. Wenn sie stirbt, dann muss ich laden. Und laden ist ein Arschloch. So. Ach nee, wir sind gar nicht hier. Ich dachte, wir sind hier okay, kann ich jetzt gerade nicht sehen, doch. So. Ich habe die Map ein bisschen verdreht. Ich dachte, wir sind in Cascadia gelandet. Okay, das macht es natürlich einfacher. Jetzt müssen wir in die Unreliable? Achso. Verdammt, ich dachte, die wären hier gewesen. Ach, die Quest hat auf den Eingang gezeigt. Haben wir eigentlich hier schon mal geguckt? Ja, wir stalking. Hier ist nichts versteckt. Hätte ja sein können. Man weiß ja nie. Na gut. Das Licht blendet mich gerade ein bisschen kurz. So. Besser. Also, wohin schicken die uns jetzt? Ich weiß, dass wir diesen Frachtrauber jetzt zur Verfügung haben. Müssen wir jetzt dahin? Kann das sein? Das ist ja noch eine andere Quest gewesen, aber vielleicht sind sie auch da. Nee, auf Terra 2 müssen wir. Okay. Nach Edgewater. Das ist eher eine leichte Gegend. Kann ich sogar meine Pistole, glaube ich, rausholen, ne? Dann gucken wir mal. Ja. Die Borstwurst. Das sieht alles so lecker aus. Es sieht aus wie so ein dahinschmelzendes Schwein. Wer möchte nicht in ein dahinschmelzendes Schwein voller Tumore beißen? Man weiß es nicht. Aber das wird wahrscheinlich an der ganzen Gen-Manipulation liegen, dass die so viele Tumore entwickelt haben. Ich drücke mal Start, wenn ich auf die Karte will. Wir müssen. Ganz schön weit weg. Na gut. Aber ich sagen, mache ich hier mal kurz einen Schnitt. Na, schauen wir mal, wie stark die Pistole ist. Ja. Na gut. Ist halt der Anfangsplanet, ne? Was willst du machen? So, du kannst wieder mitkommen. Müssen sie immer schön hinten platzieren, dass sie bloß keine Scheiße baut. Und mir bloß nicht krepiert. Die Olle. So, wir sind jetzt eigentlich in der Nähe, ne? Ja. Ich glaube, den Ort hatten wir schon mal entdeckt und wussten nicht, was wir damit anfangen sollten. Und jetzt ist es endlich an der Zeit. Ja. Hier waren wir schon mal und sind hier auch schon mal gestorben. Hier gibt es ein paar Leute. Und die radieren wir jetzt erstmal aus. Stimmt, was warst du endlich? Warst du der Gedankenkontrollstrahl? Ja. Gucken, ob es funktioniert. Ich weiß es nicht. I'd wager this is the outpost. Rebecca! Anders! Come on out! Das ist ja lustig. Der wurde einfach erschossen von denen. Oh.
Okay, der hält nicht ewig. Okay, das ist ein bisschen lame. Es ist lustig für den Anfang, aber dann... Huch. Das war's schon. Na gut. Aber... Schwäche gegen Korrosion. Du wurdest in der Vergangenheit zu oft verätzt, was deine Widerstandsfähigkeit gegen Schaden durch Korrosion... Ja, brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Ich habe jetzt eigentlich so viele Punkte, wie ich eigentlich wollte. So, lass mich raten, die sind tot. Die liegen jetzt da irgendwo in der Ecke. Aha. Rebecca taught me this once. You can jerry-rig these old locks so as they don't open anymore. But we've only ever done that if we're in a real bind. Here, I'll fix it. Aha. Hey, take a gander. Oh no. Oh no. Tja. Ich hab's doch gewusst. Jetzt ist die Frage, woran sind sie gestorben? Haben sie sich gegenseitig abgeballert, weil sie einen Disput hatten? Oder hatten die Langeweile und haben russisch Roulette gespielt? Mal gucken. Erstmal hier alles mitgehen lassen. Okay, ihre Marken werden wir auch wahrscheinlich dann vergraben. Die Anzeige und Tasten sind beinahe gänzlich durchgerostet, aber es lassen sich immer noch Teile von Texturen ausmachen, bei denen es sich vermutlich um Rebeccas letzten Einträge handelt. Gnade mir das Gesetz, aber Anderson hatte recht. Wir hätten diesen Auftrag nie annehmen sollen. Ich dachte, Monarch sei hart, aber das ist unerträglich. Alle hier sind entweder blind oder benebelt oder was weiß ich. Die Städte lassen uns ohne einen Arbeitsvertrag überhaupt nicht ein. Ich kann nicht mal jemanden finden, um eine Nachricht zu versenden. Bei all den kompetenten Leuten hier sitzen wir... Nun, wir sitzen fest. In der Heimat müssen wir für jede Mahlzeit kämpfen, weil es keine Mahlzeiten gab, wenn man sie sich nicht selbst machen konnte. Hier gibt es Essen im Überfluss, aber niemand darf es dir geben. Wir haben uns das Notwendigste zusammengeklaubt, wo immer wir konnten können. Anderson ist kurz davor, sich einzuschreiben, sein Leben Spacers Choice zu vermachen, nur damit er wieder heiß duschen kann. Okay. Clara, ich bete zum Architekten, dass dich dieses Schreiben nie erreicht. Doch falls es das tut, möchte ich dir sagen, dass es mir leid tut. Anderson und ich haben Mist gebaut. Wir haben den Auftrag nicht der Bits wegen angenommen. Wir taten es auch nicht, weil die Troglos so cool klangen. Wir taten es, weil wir raus wollten. Monarch ist ein Höllenloch. Wir waren es leid, zu leid. Wir waren den Raptidon-Topf und den Schwefelgestank leid, den keine Seife der Welt rausmachen kann. Wir waren das Kämpfen leid, Tag ein, Tag aus. Wir sind erschöpft. Wir dachten, mit den Bits aus diesem Auftrag könnten wir uns hier niederlassen, aber dieser Ort ist keinen Funken besser, er ist bloß anders. So oder so hungern wir. Wir hätten nicht gehen sollen. Ich dachte nur, vielleicht gäbe es da draußen etwas Besseres. Du fehlst mir, Kleiner. Plünderer am Tor. Anderson ist verblutet. Ich bin auf dem Weg dorthin. Ich lasse nicht zu, dass sie mich kriegen. Nicht lebendig. Ich habe gesehen, wozu diese Monster imstande sind. I don't... They were... The bitch! They were all set to abandon us! What would Clara say, huh? Every day she'd ask if we heard from you. And she'd have forgiven you! The kid had a soul that made the sulfur smell like roses. Ugh. I'd leave your medallions to rot with you, but Clara would want to be buried with her sister. Hast du nicht gesagt, das war der letzte? Naja. Was mich aber jetzt irritiert. Das ist doch nicht Monarch hier. Wir sind auf Terra 2. Komisch. Aber wieso sind sie denn hierher gekommen? Wenn sie auf Monarch waren. Vielleicht habe ich irgendwas nicht begriffen, wer weiß. Also. Oh, Codex. Keine Ahnung, was hier dazugekommen ist. Kundung. Beute, Waffen und Rüstung. Ruf. Keine Ahnung. Also. Sprich mit Njolka. Okay. Alles, was ich brauche.
At least I know. Ought to have learned by now that getting one's hopes up tends to open them to being dashed across the stars. I hate to say this, but Clara died thinking her sister was still fighting to get back home. I think I'm glad. If she were still alive now, it'd break her to know the truth. Und was jetzt? Only thing left is to take these medallions home, which means figuring out how to bait the Mana Queen out of our old base. The most pissed off I've ever seen a queen was when a foreign species was on her soil. I'd wager the stench of a primal might do the trick. Sollte? Ich dachte, du bist eine Wildexpertin und wüsstest alles. I'd be boring. Half the fun in exploring is the fact that you're on an unknown trail. I've never had the pleasure of hunting primals, but I hear they're all over Scylla. Let's tear a few apart, shall we? I'm sure they've got pheromones. Everything does. Okay. Das heißt, wir sollen jetzt... Karte. Zum Schiff zurück? Sollten wir nicht Pheromone sammeln? Von dem Troglos? Tagebuch. Die Mantikönigin wird sich nur zeigen, wenn sie denkt, dass ihr Territorium bedroht wird. Ein paar Droglos-Drüsen sollten das bewerkstelligen. Njölka schlägt Skyla als ideales Jagdgebiet vor. Achso, wir müssen woanders hin. Na gut. Ich würde ja eigentlich sehr, sehr gerne zu meinem Schiff reisen. Mhm. Ich hasse dieses Spiel, ne? Ah! Jetzt mag ich es wieder. Jetzt ist alles wieder gut. Oh. Na gut, mit Maus und Tastatur wäre das natürlich... Sie war bei mir. Egal. Mit Maus und Tastatur ist es natürlich wahrscheinlich einfacher, auf dieses Ziel zu drücken. Aber ich spiele nicht mit Maus und Tastatur. Was bin ich, ein Affe? Destination reached. Ich bin ein zivilisierter Mensch, der Controller verwendet. You got a second? Oh, was los? Hey Boss, got a hypothetical for you? You got a friend, see? Somebody you knew when you were growing up. You were close. Then one day, they up and vanished. 5 years go by, they send you a message out of the aether. What's going through your head? Willst du auf irgendwas hinaus? Sehr niedlich, Felix. Wie heißt sie? You got the wrong idea, Boss. It ain't like that. Guy by the name of Clyde Harlow. He was an old friend of mine. Honestly, he was probably my first and longest friend. I just heard from him. Says he wants to talk to me. Says it's urgent. Okay, gehen wir. Figured I should let you know, seeing as we're on Scylla and all. Clyde's got a base on the other side of this rock. I appreciate this, boss. I know you're going out of your way for me. Oh, cool. Kannst woanders hinreisen. Also rein theoretisch. Können wir auch so hinreisen. Wir nehmen ihn gleich mit. Ich möchte erstmal das mit Njölka abschließen. Zwei Begleiter auf einmal, die sterben können. Nein, danke. Aber wir gehen trotzdem mal hier zur Basis und gucken, was hier so abgeht. Vielleicht bin ich auch näher dran an meinem Ziel. Was schön wäre. Jetzt geht die Waschmaschine hier ab. So. Freundlich, okay. Oh. Ist ja nix. Ich komme hier, glaube ich, nicht raus. Na gut. Dann wohl? Nee. Das ist ja eine coole Basis. Die ist ja richtig geschützt, dann mit Krater. Na gut, dann... Ich möchte erst mal New York abschließen. Ich mache mal die Tür ganz zu, Moment. Ah, so, was man nicht alles für saubere Wäsche tut. Okay. Dann kommen wir gleich hierher zurück. Destination reached, Scylla. Okay, wir sind ein bisschen durstig und ein bisschen müde. Wir sollten erstmal schlafen. Ich kann wahrscheinlich
Ja, nur 6 Stunden schlafen, aber egal. Ich kann nicht müde rausrennen. So. Wieso bin ich so arm dran mit Trinken? Wir müssen echt mehr Getränke kaufen irgendwie. Na gut, das hast schon mal ein bisschen was gebracht. Space's Choice, was haben wir hier? Nikotin, Denkerkäppchen, Frozen Dinner. So. Ha, Limonade. Okay. Oh, wieso kriegt man hier so wenig trinken? Ja, wir schließen erstmal Njörkas Questreihe ab, dann kommen wir einfach nach Syllas zurück. Und dann machen wir seine Quest. Eins nach dem anderen. Ich glaube, das ist besser, sonst kommen wir hier alle nur durcheinander. Da weit hinten oder da weit hinten? Ist ja beides gleich weit entfernt, ne? Oh, 10 Meter Unterschied. Alles klar. Nehme ich. Da ist doch schon einer. Kann ich den von hier aus schon treffen? Okay. Wow, der ist schnell. Das ist zu weit weg für ihn. Moment. Das war einfach zu weit weg für ihn. Er konnte da absolut nichts machen. Lustig. Ich weiß gar nicht, wieso ich sie hier mitgenommen habe. Hätte ich gar nicht machen müssen. Zum Preis. Hm. Hier ist schon mal nix. Hallo, Ladies. Lass mich kurz nachladen, ja? Ey. Das tat weh. Easy. Wir haben die 4 Pheromone. Ah, ich brauche noch mehr. Brauche ich noch mehr? Statt da 3? Steht da jemand? Tatsächlich. Gleich nicht mehr. Wie einfach umgefallen ist. Na gut, da habe ich noch ein bisschen Zeit, bis der hier ankommt. Zack! Oh, der schießt schon auf mich. Ich liebe es. Und ihr müsst euch bedenken, das ist der schwierigste Schwierigkeitsgrad. Und ich baller die alle weg, ey. Okay. Wo wollt ihr denn hin? Sehr schön. Level-Ups sind immer gut. Ja gut, man muss auch dazu sagen. Die sind ja auch ein bisschen unterlevelt, die Kerlchen, ne? Darum kann ich hier auch einfach lang schnitzeln. Wobei sie mit meiner Hammerwaffe endlich nicht gestorben sind. So. Wir waren stehen geblieben bei Technik, ne? Mhm. Genau, für seltene Mods. So. Die Tüftelkosten für. Die Tüftelkosten für Wissenschaftswaffen sind gedeckt? Weitere Reduzierung der Tüftelkosten auf 90%, Alter. Die beiden muss ich auf jeden Fall hochskillen. Zum Glück habe ich Langwaffen schon fertig.
Aber ich glaube nicht, dass ich die anderen auch noch schaffe. Ich glaube, das Spiel ist bis dahin vorbei. Ich kann nicht mehr laufen. Ah, ich bin überladen. Hoch. Was? Ach so. Ja. So. Dann bauen wir ein paar Sachen auseinander hier. Nur Waffenteile. Oh, Gyroskop. Vielleicht hätte ich den wertvollen behalten sollen. Ah, jetzt ist es zu spät. Ich muss meine andere Wissenschaftswaffe mal langsam wieder ablegen. Also bei 20% habe ich mir ein bisschen mehr Ausbeute erhofft, aber gut. Wären wir mal nicht grantig deswegen. Vor allem so eine Mantikönigin. Da renne ich doch rein, weil ich bin ja auch ein fremdes Wesen. Da müssten sie sich doch auch bedroht fühlen. Oder knall ich die einfach weg? Wir hatten Angst vor sowas. Also ich nicht. Nice. Guck mal, da sind doch auch welche. Wieso kann ich die nicht nehmen? Och, die legen sich gerade schlafen. Kann ich die hier richtig schön in den Hintern schießen. Oh, here we go. Okay, er bullet sich ein. Kaum ist die Mutti tot, da rennen die auch schon weg. Renn doch nicht weg, Mann. Okay. Habt ihr gerade eine Lebensanzeige gesehen? Da. Hab's gesehen. Versuchen uns mal hier lang zu schleichen. Ist der Typ hier eigentlich immer noch da? Ja gut, um euch müsste ich mich nicht kümmern. Ach, hier war der gewesen, ne? Okay, ich möchte mal so machen. Oh, scheiße. Okay, das war ungünstig. Yorka! Geh aus dem Weg! Oh, hallo! Du lebst noch? Ich habe ihn einfach nur zu Boden geworfen. Ich dachte, er wäre gestorben. Ah. Ups. Okay, so. That queen ain't gonna go down easy. I can't wait. Na, ich kann auch nicht erwarten, wie sie dich umbringt. Die Drüsen sind ja widerlich. Nimm sie. Bitte. Outstanding. These ought to be enough. Let's get back to Monarch. There's an old base I used to call home. I can get us in the door, but we'll have to shoot our way through the Queen's brood to get to the center. We'll set the bait there. Password to the door is Charon. Da fällt mir ein, wir waren immer noch nicht in dieser Höhle, die wir einmal gesehen haben, ne? Was bedeutet Charon? Hayes' idea. Clara, Hayes, Anders, Rebecca, Opal, Nyoka. Charon. He said it was some old myth, something about death and all the things we killed. Rest of us just thought it sounded cool, so here we are. Okay. Dann bringen wir mal die Mantikönigin um. Fucking right we are. Kannst du mir noch mal sagen, was das gleich wieder für eine Basis war? Nö, das wissen wir doch. Und damit hätten wir jetzt alles zusammen, um die Mantikönigin endlich rauszuholen und zu erledigen. Wie schwer das Ganze wird, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ciao!